gute Lukas, willkommen bei Eintracht Frankfurt. Erzähl uns mal ein bisschen, was waren die Gründe, dass du dich für Eintracht Frankfurt entschieden hast? Muchas gracias. Ja, vielen Dank erstmal. Und ja, warum Eintracht Frankfurt? Ist einfach ein großer Verein, der letztes Jahr die Europa League gewonnen hat. Ja, ein großartiger Club und dementsprechend ja, viele Gründe, die für einen Wechsel hier zur Eintracht sprachen. Hat es auch eine Rolle gespielt, in der Bundesliga zu bleiben bei deinem Wechsel? Ja, natürlich war das auch mit ein Grund, ne? Zusammen mit der Tatsache, dass wir im nächsten Jahr in der Champions League spielen. Eine tolle Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Und hier habe ich eben die Möglichkeit auf mehr Spielzeit, die ich eben auch nutzen möchte. Muy lindo de poder competir, de poder jugar. Así que creo que es una mayor consecuencia por lo cual vine hoy aquí. Wie hast du Eintracht Frankfurt in der letzten Zeit wahrgenommen? Creo que está a la vista de todo, ¿no? Ja, sportlich gesehen sticht natürlich der Gewinn der Europa League heraus. Die haben da ein fantastisches Turnier gespielt, die Mannschaft im vergangenen Jahr. Und ja, es ist einfach eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren konstant gewachsen ist. Wir waren ja jetzt auch schon länger an ihm dran. Bisher hat es nicht geklappt und jetzt ist Lukas da und ist natürlich jemand, der sehr viel Erfahrung hat, der auch eine sehr, sehr gute Torquote in der Bundesliga hat, der Champions League Erfahrung hat, der internationale Erfahrung hat. Er ist auf der einen Seite natürlich groß, robust und kopfballstark, aber gleichzeitig ist er technisch sehr, sehr gut, ist im Klatschen lassen, ist ein Anspielpunkt vorne gerade im Zentrum und ist fußballisch auch in der Lage, auf engen Raum gute Lösungen zu haben. Es sind 16er sehr abschlussstark mit beiden Füßen und das ist natürlich wichtig, gerade in der Bundesliga und gerade für uns jetzt auch fürs nächste Jahr. Lukas, erzähl uns auch ein bisschen über dich. Was für eine Art Spieler bekommt Eintracht Frankfurt? Como jugador soy un centro delantero, en lo cual. Ja, ich bin Mittelstürmer, aber ich bin auch ein Mittelstürmer, der sehr spielfreudig ist. Also das ist mir auch sehr wichtig. Ich fordere viel den Ball und möchte somit viele Tore machen und ja eben meiner Mannschaft helfen und da sein, wenn ich gefordert bin. Was sind denn deine persönlichen, aber auch deine sportlichen Ziele? Van de la mano los personales. Ja, ich glaube, das geht Hand in Hand, kollektiv und auch individuell. Es geht einfach jetzt darum, weiter ja, gute Leistung zu zeigen, gut zu spielen, zusammenzuhalten und einfach alle gemeinsam ja, gute Leistung auf den Platz zu bringen, dass wir Eintracht Frankfurt weiter nach vorne bringen. Lukas, muchas gracias und willkommen in Frankfurt. Danke.